So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema heißt Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die richtig Spaß daran haben, sich zu präsentieren, sich in Szene zu setzen, sich zu zeigen. Die vielleicht gerne mal nackig durch die Wohnung laufen bei voller Beleuchtung und die Gardinen sind nicht zugezogen. Ich würde gerne mit Leuten sprechen, die es toll finden, wenn andere ihnen beim Sex zugucken. Oder vielleicht auch den einen oder anderen FKKler, da gibt es ja vielleicht auch Leute darunter, die sich besonders gerne vor anderen präsentieren. Und im Allgemeinen auch Leute, die, naja, die richtig Freude daran haben, sich aufzubrezeln, aufzufallen, alle Blicke auf sich zu ziehen und dann hinaus in die Welt zu gehen und, naja, eben vor allen Menschen sich darzustellen. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und der erste Anrufer, die erste Anruferin ist die Christina und Christina ist 17 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo Domian. Exhibitionismus, zu diesem Thema hast du mich angerufen. Warum? Richtig, also bei mir hat das alles angefangen so vor circa einem Jahr. Da bin ich durch einen Freund aufmerksam geworden auf eine Internetseite. Und da sagte er so, weil ich ihm mal so Fotos geschickt habe, meinte er so, ja, mach mal ein bisschen freizügigere Fotos und so, weil er weiß, dass ich halt ziemlich locker drauf bin und so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Dann fing das halt an, so im Top so auf Fotos zu posieren und so. Ja. Und dann war nach einer Zeit halt schon so ein Reiz da, sage ich jetzt mal, dass man halt mehr zeigt, weil da auch andere, sage ich jetzt mal, jetzt so in meinem Alter nicht so unbedingt, aber da waren auch ein paar ältere Mädels, die haben dann auch ein bisschen mehr von sich gezeigt. Mhm. Und dann? Hallo? Christina ist plötzlich verschwunden. Christina erzählt uns so spannende Sachen und weg ist sie. Das darf doch nicht wahr sein. Wir versuchen sie natürlich nochmal neu zu bekommen. Dann begrüße ich ganz einfach jetzt mal den Ludwig. Und Ludwig ist 70. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ludwig. Was ist deine Sache, weswegen du dich hier meldest zum Thema Exhibitionismus? Ja, ich zeige mich halt auch sehr gern. Und zwar Mädchen, aber nicht, wie es allgemein vielleicht üblich ist, dass ich mich irgendwo am Waldesrand oder irgendwo hinstelle, den Mantel aufklappe und jemanden erschrecken möchte. Bin ich schon mal sehr, sehr beruhigt? Mir geht's mehr oder weniger darum, mich Mädchen oder Frauen zu zeigen, die ich aber in jedem Fall vorher darauf vorbereite und auch vorher frage, ob sie damit einverstanden sind, dass ich mich entblöße. Wo passiert denn dann dieses Entblößen? Ja, das ist früher vor Jahren, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, dann bin ich im Auto durch die Gegend gefahren. Ja. Und wenn dann Anhalterinnen da standen, ich hatte so pornografische Bilder vorne am Armaturenbrett und wenn dann Anhalterinnen da standen, habe ich gefragt, wenn das nicht stören würde, diese Bilder, damit sie schon ein bisschen darauf vorbereitet waren, wo sie einstiegen. Wäre ich als Anhalterin schon längst wieder draußen gewesen? Ja, aber dann sind einige doch eingestiegen, ja, und während ich da in Gefahr bin, habe ich gefragt, ob ich die Hose öffnen dürfte und an mir rumspielen dürfte. Wie? Ja, und da waren wohl die Mädchen in der Regel mit einverstanden. Ne? Das glaubst also, du? Ich meine, du hattest natürlich auch eine Machtposition. Du saßt im Auto, du bist ein älterer Kerl. Vielleicht hatten die auch einfach Angst und konnten sich nicht zur Wehr setzen. Ja, ich meine, die waren ja schon darauf vorbereitet, indem ich ja diese Bilder am Armaturenbrett hatte und darauf hingewiesen habe, dass wenn das nicht stört, also das ist ja eine, dann ja, keine, ja gut, aber das sind ja noch zwei verschiedene Dinge. Da sind Pornobilder im Auto angeklebt. Ja. Daraus ist ja noch nicht zu schließen, dass du hinterher die Schweinerei machst. Nein, nein, das ist richtig. Wie ist das denn immer gut ausgegangen? Bist du nie angezeigt worden? Ja, ein einziges Mal bin ich angezeigt worden und da ist mir eine Buße auferlegt worden, aber ansonsten bin ich nie angezeigt worden. Wie haben denn die Frauen oder die jüngeren Mädels reagiert, wenn du dann plötzlich losgelegt hast? An für sich ganz locker. Was heißt ganz locker? Fanden die das gut? Die haben sich das angesehen und ja,
ob sie es sehr gut gefunden haben, weniger Kommentare dazu abgegeben, sagen wir mal so. Das, ne? Glaube ich dir nicht. Weißt du, ich kann mir viel eher vorstellen, dass die jungen Frauen verängstigt waren und deshalb geschwiegen haben. Ach, denn, das glaub ich nicht. Ach ja, wer findet denn das gut? Komm, hör mal auf. Du setzt dich in ein Auto und da sitzt ein viel älterer Mann drin und der macht plötzlich die Hose auf und so weiter. Das 99,9% der Frauen kotzen da. Ja, das habe ich aber nicht, das Empfinden hatte ich an für sich nicht. Ja, und dann sind die so lange bei dir sitzen geblieben im Auto? Ja, die sind mitgefahren. Ich habe die dann zum Zielort hingebracht, wo sie hin wollten. Ne? Du bist jetzt 70 Jahre alt. Mhm. Wie lange machst du sowas schon? Oh, das ist schon einige Jahre her. Jetzt mache ich das ja nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht. Ne? Also ja. Liegt schon einige Jahre her. Heute sind ja auch kaum mal noch Anhalter unterwegs. Aber heute mache ich das nicht mehr. Heute bin ich mehr oder weniger in einer Wohnung, wo ich nackend rumlaufe. Ja, und dann annonciere ich auch schon mal, dass ich eine Putzfrau suche beim FKK-Anhänger, ne, und so weiter. Ja. Als FKK-Anhänger und dann kommt. FKK-Anhänger, und wenn Sie sich dann bewerben, dann führe ich ein Gespräch erstmal, ein Vorstellungsgespräch, ja. Wo ich dann darauf hinweise, eben, dass ich nackig durch die Wohnung laufe, ja. Und dass das bei der Arbeit eben nicht stören darf. Wenn das stören würde, käme der Vertrag eben nicht zustande. Ja. Und da melden sich dann auch Frauen, die dann. Melden sich dann Frauen, die das, denen das nicht ausmacht, die dann auch putzen, währenddessen ich dann so hier rumlaufe. Ne? Und läufst du dann nur so rum oder tust du dann, machst du ja, auch was an dir? Ich spiele auch schon mal so ein bisschen. Ne? Und dann bleiben die Frauen auch bei dir? Die bleiben dann bei mir. Ich weise ja vorher darauf hin, dass das, dass ich das mache. Okay, und dass in dem Fall würde ich auch noch sagen, okay, das ist eine klare Absprache. Ja, wenn du es vorher ganz eindeutig so gesagt hast, ich kann das zwar nicht verstehen, dass die Frauen das tun, aber okay, das ist dann ein sauberer Pakt. Ja, das habe ich ja vorher auch im Auto früher gemacht. Ich habe ja vorher gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Ja, aber du hast nicht damit... Wenn sie gesagt haben, nein, das möchte ich nicht, dann habe ich das natürlich nicht... Ja, aber du hast die nicht gefragt, als sie eingestiegen sind, ob die damit einverstanden sind, dass du deine Hose einmal aufmachst. Ja, doch, das habe ich auch mit angekündigt, so, ne? Mhm. Warst du mal verheiratet? Ja. Und hast du das während deiner Ehe auch gemacht, solche Sachen? Ja, das habe ich auch da gemacht, weil ich mit meiner Frau praktisch gesehen nicht übereinkam. Ne? Ich habe keine sexuelle Erfüllung bei meiner Frau gefunden. Und ich glaube, dies war auch mehr oder weniger der Hintergrund, dass ich hoffte praktisch gesehen, dass die Mädchen durch diesen Anblick erregt würden und dass die dann sagen würden, ach komm, machen wir doch was anderes, machen wir noch weiter. Aber da ist nie ein Mädchen erregt worden. Nein, das ist dabei nicht passiert. Nun ist das ja, wenn man das so, wenn man so etwas hört und erzählt bekommt, dann schüttelt es einen ja. Das ist ja irgendwie was Ekliges und Schäbiges. So reagieren ja die Leute darauf. Und ja. Ich muss auch sagen, ich reagiere da auch so drauf. Was glaubst du, warum du so gestrickt bist, dass du so etwas, ich meine, nur die Unzufriedenheit in der Ehe kann das ja nicht gewesen sein. Das haben viele Menschen und die werden nicht zum Exhibitionisten. Was glaubst du, was ist die Antriebsader gewesen? Ich habe eine ziemlich große Nase und wurde praktisch gesehen immer von Mädchen ausgedacht und habe für sich auch nie oder wenig Chancen bei Mädchen gehabt. Ich wurde immer so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben und war auch dadurch sehr verschüchtert und scheu praktisch gesehen, Mädchen anzusprechen, hatte also nicht die Chancen und glaubte dann praktisch gesehen, dadurch die Mädchen eventuell rumzukriegen, um mit mir intim zu werden. Ne? War dir das, du sagst, du bist einmal angezeigt worden, war dir das nicht sehr peinlich, dann vor dem Richter zu stehen? Und so? Ja, sicher ist das nicht angenehm, ne? Das ist klar. Ne? Aber es war nur ein einziges Mal? Es war nur ein einziges Mal, ja. Warst du da zu der Zeit auch verheiratet? Ja. Und deine Frau hat das mitbekommen? Ja. Das war für die natürlich dann auch eine Katastrophe, ne? Ja, das ist nicht auszuschließen, ist ja klar. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht mehr mit deiner Frau zusammen bist oder... Dass deine Frau verstorben ist oder ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr mit ihr zusammen, aber das hat nichts damit zu tun. Also ich halte fest, heute machst du solche Sachen nicht mehr. Ja, heute mache ich solche Sachen nicht mehr bei Anhalt und sowas. Ich mache schon mal, dass ich dann annonciere und mit der Putzfrau, okay, ja. Aber ansonsten nicht. Also ich habe es immer nur und mache es auch heute immer nur mit Einverständnis der Person, dass ich vorher die Person frage und sage hier so und so, das möchte ich und weiter. Bist du damit einverstanden? Okay, also wie gesagt, bei den Autofahren habe ich da so meine Zweifel. Mit dem Putzfrauen glaube ich dir das.
es besteht auch nicht die Gefahr, dass du rausgehst auf die Straße und... Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Also, dass ich mich da so präsentiere, so einen Mantel öffnen und Personen erschrecken und so weiter. Das auf gar keinen Fall. Das ist etwas, was ich selbst verachte und hasse. Ne? Ja. Also verschrecken möchte ich niemanden. Ich weise immer vorher darauf hin, dass die Person im gewissen Sinne vorbereitet ist und weiß, was auf sie zukommt. So. Und wenn sie sagt, nein, ich möchte das nicht, dann lasse ich es auch. Ja. Ne? Ich dränge mich da nicht auf. Ne? Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte schön. Das ist ja nur auch schon ungewöhnlich, dass jemand sich dazu bekennt und das so öffentlich erzählt. Mhm. Ich danke für deinen Anruf, Ludwig. Bitte schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist unsere Christina wieder, ich hoffe. Hallo Christina. Hallo. Mensch, wo warst du gerade? Ich weiß nicht, irgendwie ist mein Handy ausgegangen. Du bist plötzlich so ganz langsam im Orbit versunken. Ja. So, jetzt bist du wieder da. Also du hast vor allem, du hast gerade erzählt, du hast da angefangen, Fotos auf eine Seite zu schicken. Richtig. Wo du anfänglich leicht bekleidet warst. Und dann halt sich das gesteigert hat quasi. Weil du gesehen hast, dass andere Mädels sich da auch ziemlich nackig ausstellen. Richtig. So. Also das sind so Seiten, so da kann man sich halt voten lassen. Mhm. Quasi jetzt nicht, also... Halt, ich muss übersetzen. Das ist auch so ein blöder Anglizismus. Voten. Also man kann wählen. Man kann wahrscheinlich die netteste, die hübscheste oder die schärfste dort abstimmen. Genau, man kann halt bewerten. Genau, bewerten, und genau. Dann gibt's dann halt so Punkte von 1 bis 10 und das ist halt schon irgendwie so ein Ansporn, wenn man dann halt sieht, dass man dann halt ziemlich oben in der Liste ist. Ah ja, das kitzelt die Eitelkeit, ne? Richtig. Mhm. Wie weit hoch bist du schon gekommen? Ich war halt schon teilweise bei Piercings oder jetzt bei, in der Kategorie, sage ich jetzt mal, hört sich jetzt ein bisschen krass an, Titten, aber war ich auch schon ziemlich weit oben. Also, wir müssen das sachlich, journalistisch feststellen, die Kategorie heißt halt so. Ne, auf diesen Seiten. Verschiedene Kategorien, ja, genau. Da, auf welchem Platz warst du da? Also war ich auch schon teilweise auf der 1, aber das ist dann 1. Halt, jeder kann halt voten, egal ob männlich oder weiblich. Mhm. Und sieht man denn dein Gesicht auch auf diesen Fotos? Teilweise, ja. Das ist dann ja schon heftig, ne? Das heißt, Leute können dieses Bild runternehmen und irgendwo rumzeigen bei deinem, in der Schule, beim Arbeitgeber oder ich weiß nicht, was machst du? Bist du noch Schülerin? Ich bin Schülerin, ich mache mein Fachabi zurzeit. Und ist das schon mal rausgekommen in der Schule, was du da machst? Sagen wir es mal so, also ich habe es jetzt nicht irgendwie jetzt ausgedruckt, irgendwie vorgesehen oder so jetzt bei Schulfreunden oder so. Ja. Aber jetzt, sag ich mal, Freunde so aus dem engen Kreis wissen halt schon von den Fotos oder meine Mutter zum Beispiel. Die Mutter weiß es auch? Ja. Und was sagt die Mutter? Denke mal, dass sie nicht das sagt, was sie denkt. Fangen wir mal vorne an. Was sagt sie denn? Also sie sagt, dass sie teilweise ganz okay sind, die Fotos. Aber ich nehme mal an, dass sie das halt nicht so prickelnd findet, dass ihre Tochter sich halbnackt im Internet präsentiert. Also wir halten mal fest, das sind keine pornografischen Fotos. Es sind erotische Fotos. Erotische Aktfotos. Ja. Aber wo du dann irgendwann auch schon mal wirklich ohne jegliche Textilien dich fotografieren lässt. Ja, außer unten rum jetzt. Ach so, unten hast du immer noch einen Slip an oder irgendwie einen Tanga oder was? Ja, oder die Hand ist davor. Also ach so. Eine Stelle, die möchte ich nicht zeigen. Ah, verstehe. Also eine kleine Tabuzone ist ja noch da. Richtig. Also ich möchte halt schon so ein bisschen, sage ich mal, meine Privatsphäre haben. Und das soll auch so bleiben? Denke ich mal, auf jeden Fall. Es gäbe ja auch sicher dann noch die Steigerung, die Hände unten wegzunehmen. Das gäbe es, aber ich denke nicht, dass ich es machen würde. Ja, du kriegst für diese Fotos aber kein Geld, ne, oder? Nee, dafür kriege ich kein Geld. Also sagen wir mal, ich mache das freiwillig alles. Also ich bin schon auf einigen Seiten angemeldet, sind bestimmt, wenn es hochkommt, 6 oder 7 Seiten. Es dient also ausschließlich so der Eitelkeitsbefriedigung. Ja. Oder kannst du es noch näher erklären, warum du das machst? Ob ich es näher erklären kann? Ich kann es versuchen. Also es hat ja von einem Jahr ungefähr angefangen und ich habe es halt anfänglich halt nur mit nicht so freizügigen Fotos gemacht. Mhm. Und das hat sich, wie gesagt, gesteigert dann. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich in einer Beziehung und dann dann kam halt dazu, dass mein Ex-Freund das nach einer Zeit dann auch nicht wirklich mehr toleriert hat. Mhm. Dann habe ich auch ihm zuliebe die Fotos halt rausgenommen, weil sie halt schon meinen Oberkörper frei gezeigt haben. Ja. Und Wir waren noch bei der Begründung, ne? Warum? Ja, also was steckt dahinter? Also ich bin eigentlich so, da kann man ja auch schreiben mit Leuten, aber ich schreibe nicht mit den Leuten, sondern ich bin einfach nur da, um mich voten, also mich bewerten zu lassen. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist so ein gewisser Kick, sage ich jetzt mal. Mhm.
letztendlich ist vielleicht die Grundmotivation eine ähnliche, wie wenn jemand beispielsweise Model wird. Quasi nur, dass ich halt, sage ich mal, jetzt nicht so das starke Selbstbewusstsein habe, dass ich denke, dass ich modeln könnte. Ja, ist schon klar, ja. Also ich habe eben so, als ich kurz draußen gewesen bin, als ich nicht mit dir geredet habe, habe ich mir halt so überlegt, was eigentlich so wirklich der wahre Grund ist. Mhm. Also ich bin eigentlich nicht so wirklich von mir selbst überzeugt. Also ich finde schon, dass ich gut aussehe, aber ich würde sagen, eher so standardmäßig halt. Weißt du, Christina, das finde ich eine sehr, sehr tolle kritische Selbsteinschätzung. Finde ich erstaunlich. Du sagst, ich bin eigentlich von mir nicht so überzeugt, ich finde mich nicht so toll und versuche das dann dadurch irgendwie vielleicht zu kompensieren, indem ich mich so darstelle. Nach dem Motto, eigentlich bin ich nicht so toll, aber ihr könnt mich angucken und ich gewinne vielleicht sogar bei den Abstimmungen. Ja, also das ist so, ich fühle mich halt, sagen wir mal... Du holst dir da eine Bestätigung raus. Quasi, ja. Also jetzt so würde ich mich jetzt nicht so präsentieren. Also sage ich jetzt mal, wenn ich in der Stadt bin, also da würde ich sicherlich nicht irgendwie im Top oder im BH oder so rumlaufen oder so. Also das definitiv nicht. Das ist so, ich versuche auf eine Art und Weise attraktiv zu sein, wie ich mich allerdings so im wahren Leben nicht zeigen würde. Und das versuche ich dann auf die Art und Weise mit den Fotos hinzubekommen. Und das ist dann halt schon schön, wenn man dann auch irgendwie auf eine Art und Weise von den Leuten, die sich das angucken, dass man dann halt irgendwie Komplimente bekommt. Jetzt sage ich mal was ganz Provokantes. Ja. Macht es dir nichts aus, dass du vielleicht dann auch nur eine reine W-Vorlage bist für verschiedene Jungs? Also ich hab das schon mal jemanden erklärt, so, der im Internet mich darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, dass ich damit kein Problem hätte. Ich meine, es gibt so viele Mädels, die das im Internet machen und ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich geehrt, wenn das jemand auf meine Bilder machen würde. Ach so. Okay, also, ist eine Einstellung. Das ist meine Meinung. Ja, ich toleriere gut. Das. Ich meine. Ja. So, jetzt muss ich dich aber fragen, nochmal bezogen auf deine Beziehung. Ja. Ist die Beziehung wegen dieser Geschichte kaputt gegangen? Nein, das hat also ganz andere Gründe gehabt. Ach so. Ich habe das ja auch aufgehört mit den Bildern im Internet. Ja. Wenn du, im Moment hast du keinen Freund. Nein. Wenn du jetzt wieder in eine Beziehung reingehen würdest, und ich hoffe, das wird sich ja irgendwie bald vielleicht auch wieder der Fall sein, und dein Freund sagt, nee, pass mal auf, da habe ich überhaupt keine Toleranz, ich möchte nicht, dass du dich so präsentierst, würdest du dann, würdest du dich entsprechend verhalten? Also ich denke mal schon, weil ich bin schon eine verständnisvolle Person und ich kann verstehen, dass mein zukünftiger Freund das mit Sicherheit nicht so toll finden würde, wenn ich dann halt nackt im Internet posiere und mich dann jeder angucken kann, so wie er mich eigentlich nur sehen möchte. Ja, also ist das im Moment noch, kann man das noch abbuchen unter so einer Art Spielerei, die du auch nicht so ganz ernst nimmst? Das heißt also, eine Liebesbeziehung wäre dir wichtiger, als deine Fotos zu veröffentlichen? Das definitiv. Das definitiv. Und du hast das, was ich im Moment mache, ist quasi so, ich spiel ein bisschen damit. Ja, das meinte ich gerade. Und du hast deine Tabuzone, dass auf jeden Fall die Hand oder irgendwas ist unten noch. Richtig. Ja, also kann man sich ja auch sagen, okay, das ist noch in einem Rahmen, wo man sagt, du bist 17 Jahre alt, 18 Jahre, 17 Jahre. Wenn das nicht noch Übermaße nimmt, ist das okay so. Das Problem, glaube ich, besteht auch, vielleicht auch noch darin, wenn es dir zum Schaden werden könnte, wenn irgendjemand diese Bilder rauszieht aus dem Netz und weiß ich jetzt, wenn du irgendwann mal dich bewirbst und deinem Arbeitgeber zuschickt und dir daraus Nachteile erwachsen, das ist natürlich dann schon ernst zu nehmen, wo man überlegen sollte, ist es das wert? Ne? Das solltest du auf jeden Fall im Kopf haben, wenn du da solche Dinge tust. Was sind deine Berufswünsche? Was möchtest du machen? Meine Berufswünsche, also ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, sprachlich sehr begabt. Ich spreche 4 Fremdsprachen. Wow, Respekt. Und nämlich welche Sprachen? Also Englisch, Französisch, Mazedonisch und habe jetzt angefangen mit Spanisch noch. Wow, Mazedonisch, weil du vielleicht aus der Gegend familiär kommst? Meine Mutter ist gebürtig aus Mazedonien. Ah, ich habe es schon gedacht, sonst lernt man das ja wahrscheinlich nicht so als Fremdsprache. Ja. Toll. Also irgendwas in Richtung Fremdsprachenkorrespondentin vielleicht oder Übersetzerin oder irgend sowas, ja. Und dazu fehlt mir natürlich vorerst das Fachabitur. Ist mir klar. Da bin ich ja gerade dran. Also Christina, mach das mit sehr viel Sorgfalt. Dass du darfst keinen Schaden davon haben hinterher. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ne? So, dann freue ich mich, dass wir nochmal verbunden wurden und wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Danke gleichfalls. Und ich möchte noch ein Lob aussprechen. Ich finde deine Sendung echt klasse. Also
Ich habe mit Sicherheit schon mit 15 teilweise, wenn ich nachts ein bisschen länger aufgeblieben bin, deine Sendung geschaut im Fernsehen. Also echt klasse und freue mich, dass ich auch mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch, dass Sie damit sprechen können. Und vielen Dank für das Lob und für die gute Kritik. Gern geschehen. Christina, tschüss. Ciao, ciao. Unser Thema, ihr Lieben, heute Nacht heißt Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Ich möchte gerne mit Exhibitionisten reden. Vielleicht die härtere Nummer hatten wir gerade schon ansatzweise mit Ludwig. Oder eben auch so die kleinen, vielen Exhibitionisten unter uns, die sich doch sehr gerne mal nackig auf den Balkon legen, in der Hoffnung, dass vielleicht die Nachbarin von oben oder der hübsche Nachbar von gegenüber da mal einen Blick drauf wirft. Würde auch gerne mit Leuten sprechen, die sich beim Sex gerne präsentieren und Spaß daran haben, wenn andere zugucken. Zum Beispiel und so weiter und so weiter. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Steffi ist hier. Steffi ist 27. Hallo Steffi. Ja, hallo. Hallo Steffi. Ja, also wir legen den Exhibitionismus in Form von Swingen aus, mein Freund und ich. In Form von Swingen? Ja, wir besuchen einen Swingerclub. Weil ihr es scharf findet, wenn andere Leute euch zugucken? Ja, oder wir finden es auch scharf, anderen Leuten zuzugucken beim Sex. Also ihr seid sowohl Exhibitionisten als auch Voyeure? Richtig. Beides? Richtig. Wenn ihr du bist 27, wie alt ist dein Freund? Nein, ich bin 30, mein Freund ist 27. Ach so, dein Freund ist 27. Und ja, genau. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind etwas über 2 Jahre zusammen. Ja. Wie kam das mit dem Swing? War das gleich am Anfang der Beziehung schon ein Thema oder ist es jetzt erst, nachdem ihr schon sehr lange so ein Jahr zusammen wart? Und nee, das ging eigentlich relativ schnell. Mhm. Mein Freund hatte in der Beziehung schon Erfahrung, ich noch nicht. Und ich war dann auch ein bisschen neugierig. Also wir sind beide sehr offene Menschen. Mhm. Und er sprach das dann mal an und dann sind wir halt zusammen hingefahren und ich war begeistert. Nicht begeistert, genau. Ist es denn so, dass ihr, ich sag mal, nur euren Sex vor anderen habt oder gibt es dann irgendwann auch die Orgie, also Gruppensex? Ja, Partnertausch, also richtige Orgien mit mehreren Paaren noch nicht, aber... Partnertausch schon? Partnertausch auch, ja. Bleiben wir mal bei dem Punkt, ihr beiden seid vielleicht, ich weiß nicht, da gibt es dann so ein Separé vielleicht. Mhm. Und dann kommt noch ein Paar rein und das Paar setzt sich dann dahin und guckt euch zu. Mhm. Spielen wir das mal so durch. Was ist für dich der besondere Reiz an der Tatsache, da gucken mich jetzt 4 Augen an? Ja, es ist einfach, weil man halt merkt, also man merkt das ja an der Reaktion des anderen Paares oder der anderen Leute, dass die das halt erregt, was wir da machen. Wie merkst du das? Ja. In dem Stöhnen, die klatschen, die sagen die Bravo? Nein, um Gottes Willen. Ja, weiter, schneller, wow. Nein, um Gottes Willen. Das ist halt nicht so in dem Sinne, dass die sich da hinsetzen und zugucken. Man klärt das eigentlich mit Paaren, die einem sympathisch sind, vorher ab, ob da was passiert oder nicht. Man sieht sich ja also schon im Barbereich des Clubs, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann findet man halt ein Paar sympathisch, halt nicht anzusehen. Und wenn man dann halt ins Gespräch kommt, dann entwickelt sich das halt daraus, dass okay. man dann zusammen was macht. Aber wie merkst du, wenn ihr miteinander schlaft, dass das Paar dadurch sehr erregt ist? Ja, indem die auch Zärtlichkeiten austauschen. Ach so, und dann schielt man schon mal rüber und guckt, was die so gerade machen. Genau, genau. Geht es so weit, dass das Paar euch vielleicht auch Anweisungen gibt, was ihr tun sollt? Nee, eigentlich nicht. Aber das kann schon mal sein, dass dann halt, ich sag jetzt einfach mal, meistens passiert der erste Kontakt zwischen den Frauen, also jedenfalls ist es bei uns so, dass mich dann halt das andere Mädel irgendwie anfasst und wenn ich das dann zulasse, dann ist das halt auch ein Signal dafür, dass halt weitergemacht werden kann. Würde es dich oder euch genauso anregen, wenn ihr beispielsweise vor einer schwarzen Spiegelwand Sex hättet und ihr wüsstet, dahinter sind Menschen, die euch zugucken, aber ihr könnt die Menschen nicht sehen? Ja, da gibt's also bei uns im Club auch die Möglichkeit. Ehrlich, gibt's sowas? Ja, in dem man sich halt aufhalten kann und man muss halt davon ausgehen, dass da ist halt auch eine Wand, wo man die andere Seite nicht sehen kann und man muss halt davon ausgehen, dass man beobachtet wird. Und ist das gut? Das ist gut, ja. Das ist sehr gut. Ja. Ist es so gut, dass ihr schon gar nicht mehr Lust habt, alleine zu Hause Sex zu haben? Nein, also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Der private Sex hier zu Hause, der spielt nach wie vor noch die überragendere Rolle, sag ich mal. Und wie oft geht ihr in den Club? Oft, also wir sind auch Personal des Clubs. Das heißt, wir sind mal als Gäste da. Ach so.
Dann passieren halt diese sexuellen Tätigkeiten, aber ansonsten stehen wir halt hinter der Theke oder mein Freund macht eben halt Musik da. Der macht Musik da? Ja, achso, genau. Seid ihr schon eingebunden. Das heißt, ihr müsst auch nicht groß was bezahlen, wenn ihr denn da hingeht in den Club, weil man euch da kennt. Ja, man kennt uns, ja. Was heißt bezahlen? Also wir bekommen natürlich Ermäßigung. Ermäßigung. Was kostet das normalerweise für ein Pärchen, so einen Abend oder eine Nacht? Also ich sag mal zwischen 80 und 100 Euro. Oh, das war wie? Ja, da ist halt alles drum. Wie, mit Übernachtung? Mit Übernachtung, ja. Ach, da kann man dann auch schlafen? Da kann man auch schlafen, ja. Ach so, ich dachte, man ging da so hin und verbringt da so 4-5 Stunden und geht dann schön nach Hause ins eigene Bettchen. Nee, also es gibt halt die Möglichkeit in dem Club, wir kennen halt keine anderen Clubs, da kann man halt übernachten, das ist halt alles sehr familiär gehalten. Mhm. Und dann nehmen wir es halt auch manchmal in Anspruch, weil du kannst halt auch ganz normal Party da machen, wenn du halt nichts machen möchtest. Also ist das so, also ein Club-Hotel, kann man sagen, ne? Wo auch Zimmer sind und... Jein, ja, so in etwa. Achso, man hat denn, wenn man da schläft, hat man kein eigenes Zimmer? Ja doch, es gibt Räumlichkeiten, die kannst du zumachen und wenn die Türe geschlossen ist, dann ist das auch für die anderen klar, dass da keiner reinkommen darf. So, jetzt stelle ich mir das gerade vor, man hat da eine heiße Nacht erlebt, mit sehr viel scharfen Sachen und schläft dann da. Ja. Irgendwann wacht man vielleicht sogar ein bisschen verkatert, weil der eine oder andere Tropfen Alkohol getrunken wurde, dann am anderen Mittag, Sonntagmittag auf. Mag man denn mit den Leuten dann frühstücken? Das ist super lustig. Genau, das ist nämlich eigentlich total witzig, weil die Leute, die sind abends halt total offenherzig gekleidet, in super sexy Outfit und morgens sitzen die im Rollkragenpullover. Genau das ist es. Ehrlich? Ja, das ist so. Aber macht es dann, ist man denn nicht so ein bisschen verkrampft, weil man die Rollen verlassen hat? Und nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, man geht total offen miteinander um. Und es macht dann auch Spaß, in den gleichen Räumlichkeiten, wo in der Nacht noch die Post abging, dann auch das Frühstücksbrötchen zu essen? Ja, das ist gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Wie sehen denn so eure Träume aus? Ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen so gestrickt ist, hat man immer noch so Steigerungswünsche. Was wäre mal so ein Traum von euch, was ihr gerne machen würdet, so in Sachen Exhibitionismus sich zu zeigen? Also ich glaube, wir sind jetzt im Moment, sind wir so an der Grenze angelangt. Also ich denke, das reicht uns erstmal. Also ich habe da jetzt keine genaue Vorstellung und ich denke mal, mein Freund im Moment auch nicht. Ja, also rundherum zufrieden, alles wir ist gut. Wir sind rundherum zufrieden. Ihr seid ein glückliches Paar, habt tolle Sexualität, sowohl außerhalb des Hauses als auch innerhalb der vier Wände. Genau. Also alles in Ordnung und gut. Ja, also es ist halt nur schade, dass man bei manchen Leuten halt auf Missverständnis stößt, was das betrifft. Ne? Ist das immer noch so? Das ist immer noch so, ja. Weil ich glaube, eigentlich ist dieses Thema Swingen doch ziemlich populär schon geworden in den letzten Jahren. Das ist richtig, aber wir haben halt auch bei manchen Freunden jetzt keine konkreten ihr Ferkel oder so, ne, sondern so ehrlich und ich könnte das ja nicht und so. Also viele Leute haben dann ja doch noch so ein komisches Klischee-Denken. Du hast recht. Ich habe mich vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, hier in der Sendung mit einem jungen Mann sehr gestritten. Der war Anfang 20 und dessen Oma, die war, weiß ich nicht, Ende 50 oder sowas, die ging in einen Swingerclub. Und er regte sich darüber tierisch auf und schämte sich. Weil das so Ortsgespräch war, der kam aus einem kleineren Ort. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, Mann, oh Mann, die Konventionen sind doch noch sehr, sehr stark mittlerweile. Dass gerade junge Leute, wo ich da gedacht hätte, die sind da locker drauf. Der fand das so blöd, dass seine Oma das machte und kriegte sich gar nicht mehr ein. Ja, es ist aber erstaunlich, das ist gut, dass du das ansprichst. Also deinem Club, das ist also ziemlich jedes Alter vertreten. Mhm. Und ich will eigentlich mal fast den Spruch anwenden, je Olla, je Dollar. Ja. Also, das ist wirklich so. Sind denn die älteren Leute auch sehr willkommen in dem Club? Ja, natürlich. Ja. Ja, also da wird keiner irgendwie so, ach, du bist ja alt oder gar, du bist ja dick oder sonst irgendwas. Das ist alt. Ist natürlich klar. Alle gleich. Je Olla, je Dollar ist natürlich was dran, weil je älter man wird, desto erfahrener ist man, desto ausgefallenere Dinge will man vielleicht auch, desto ausgefeilter weiß man auch, worauf man steht und so weiter. Ja, ja? Stimmt. Wie alt sind die Jüngsten oder wie jung sind die Jüngsten bei euch? Anfang 20. Doch, auch so jung. Ja, auch so jung. Ja, also es werden auch teilweise Partys organisiert, wo dann halt auch explizit auf das junge Publikum halt... U25 oder so. Ja, so in etwa. In etwa, ja. Also das Interesse ist ziemlich groß, aber viele Leute, die haben halt dann doch, gerade die Jüngeren, ein bisschen Scheu, halt da in den Club zu kommen. Ich meine, mir ging es damals genauso. Ich war damals auch super aufgeregt, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das erste Mal ist das sicher sehr komisch und sehr merkwürdig. Ja, und bis man dann erstmal so die Scham überwunden hat und... Genau. Ja.
Die, ja. Das erste Unterhosen ausziehen ist wahrscheinlich das Schwierigste, ne? Ich denke, ja, ich glaube, das war so. Steffi, ich danke sehr herzlich für deinen Anruf. Schönen Gruß an deinen Freund und viel Spaß weiterhin. Ja, okay, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Und nach Steffi kommt Stefan. Stefan, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Damian. Hi. Na, auch zum Thema Exhibitionismus, warum? Ja, also zunächst mal muss ich sagen zu Steffi, also da stimme ich voll zu, das ist voll super, also ganz ihrer Meinung. Das heißt, du bist auch Swinger erfahren? Ja. 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 Aber bei uns hat es ein bisschen anders angefangen. Wir haben diese Leidenschaft erst entdeckt. Und zwar, wir haben das erst entdeckt, wie wir, da waren wir so in den Spaßbad am FKK-Abend. Ja. Und da sind wir so langsam dahingestoßen, dass das was für uns ist. Was genau jetzt? Ja, eben das Sehen und gesehen werden. Ah ja, also wir, ist deine Partnerin? Ja. Ja, mit der du wie lange zusammen schon bist? Uns sehr gerne zusehen, wir sehen auch gerne zu, anderen zu. Und wir gehen an verschiedenen Treffpunkten, zum Beispiel an Parkplätzen oder auch, wie gesagt, im Swingerclub oder auch, wie gesagt, zum Ursprung unseres Anfangs in Spaßbad, in dieses FKK-Bad. Ja. Ihr geht also auch auf Parkplätze? Ja. Wie läuft das denn da ab? Also, wenn man als Pärchen auf einen Parkplatz geht mit dem Hintergedanken, wir wollen beobachtet werden beim Sex. Was macht ihr dann genau auf dem Parkplatz? Und wie macht ihr das vor allen Dingen? Wo? Ja. Auch im Auto, auf dem Auto, neben dem Auto, im Strauch oder wie? Je nachdem, genau. Das sind so Parkplätze, die sind im Internet ausgeschrieben und da trifft man sich und da fährt man mit einem Auto hin. Ja. Und ja, man lässt im Auto das Licht an. Also mir gefällt dann schon auch, wenn es nicht ganz so viele sind und ich habe durchaus nichts dagegen, wenn ich einen erregten Mann sehe. Also ich habe da nichts dagegen. Ich bin also rein hetero, aber ich habe nichts dagegen, wenn ich die Reaktion von einem Mann sehe. Ja, ich kann das durchaus für schön empfinden. Ja. Wie gesagt, damals in diesem Bad, also wie wir da drauf gekommen sind, habe ich da bloß Spaß gemacht. Genau, das haben wir gerade ja schon ausführlich berichtet bekommen. Wie ist das in diesem Spaßbad? Wie kann man das denn da machen? Da ist doch Publikum, da sind auch Kinder. Wie funktioniert das? Nee, das ist so. Das ist FKK-Abend. Und der FKK-Abend ist ab 19 Uhr. Ach so, da sind wir Erwachsene. Und da werden, also das sind kaum irgendwelche Kinder und irgendwie, also so ist das nicht. Mhm. Und wenn da was abgeht, dann ist das nicht so, dass das also da voll auf der Bühne abgeht. Das darf man sich nicht so vorstellen wie ein Swingerclub. Ja. Das ist dann meistens so ein Whirlpool oder es sind verschiedene kleine Saunen. In diesen kleinen Saunen oder so da, oder ein Dampfbad oder so. Ne? Und da geht es schon etwas diskreter ab. Ach so. Man kann da mehr sehen und das ist eigentlich auch mehr gemütlicher und auch mehr privat. Und wie gesagt, und das darf man da auch dann in diesen Verzweigungen, in Saunen, wie du es gerade genannt hast. Da darf man das. Offiziell natürlich nicht, aber es wird stillschweigend geduldet, wenn man nicht andere belästigt. Also ihr habt euren Spaß richtig entdeckt, ne? In diesem Bad. Dadurch kam das Ganze so ins Rollen. Es war reiner Zufall. Wir waren da außen, wir waren im Außenbereich, im Whirlpool, meine Freundin und ich. Und dann kam ein anderes Pärchen dazu. Wie gesagt, FKK-Abend, natürlich nackt. Mhm. Die kamen da rein in Whirlpool. Und die haben dann nach kurzer Zeit, haben sie dann wild das Knutschen angefangen. Mhm. Und wir haben mit dieser Situation gar nicht umgehen können. Wir haben gedacht, ja, wir wollen alleine sein, das sind wir gegangen. Und dann irgendeine Zeit später waren wir in so einer Sauna drin und da kamen die beiden wieder rein. Mhm. Und sie haben dann wieder sich gestreichelt und rumgeknutscht und das ist dann bei ihnen natürlich auch nicht ohne Wirkung geblieben. Mhm. Und wir haben dann die beiden beobachtet und das ist dann auch bei mir nicht ohne Wirkung geblieben. Und schon war es geschehen und ihr hattet so erkannt, was euch gefällt. Das war eigentlich die schlüsselige Situation. Ja. Ich hatte gerade die Steffi schon gefragt, wie ist denn das bei euch? Macht die Sexualität zu Hause so unter der Bettdecke in den vier Wänden noch genauso viel Spaß? Oder zieht es euch doch mehr raus? Nein, das kann man da trennen. Also es kommt natürlich schon vor, wenn wir zu Hause sind und wir zu Hause Sex haben, dass wir dann auch mal über das ein oder andere Erlebnis reden. Ach so, euch heiß redet. Weißt du noch damals auf dem Parkplatz und so? Ja, so ungefähr. Aber unsere Sexualität zu Hause ist völlig in Ordnung. Ja, nochmal zu diesen Parkplätzen. Die sind im Internet ausgeschrieben, wo es spezielle Dinge gibt oder was man da praktiziert? Ja. Ah ja. Parkplatz-Treff. Parkplatz-Treff.
Ja, ja, das habe ich schon gehört, aber ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob es Parkplätze gibt, was ich jetzt für Exhibitionisten oder nur für Voyeure oder natürlich wahrscheinlich gibt es für schwule Parkplätze oder für Bisexuelle. Ja, ist alles geordnet irgendwie. Explizit ausgeschrieben. Explizit geordnet und aufgelistet. Ja. Ja, Stefan, dann danke ich auch dir für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Partnerin alles Gute und viel Spaß weiterhin. Alles klar, vielen Dank. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Ich glaube, ich muss mich zwischendurch mal bei den Fernsehzuschauern entschuldigen. Auf meinem Kontrollmonitor hier im Studio habe ich nämlich gemerkt, dass wir immer wieder mal Ausfälle hatten im Bild. Aber nun sind wir wieder da und hoffe ich, dass das auch so bleibt. So, ihr Lieben, es geht weiter mit der Katharina. Katharina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Katharina. Hallo. Ja, Katharina, schön, dass du da bist. Zum Thema Exhibitionismus. Ja. Hast du mich angerufen? Warum? Genau. Ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, mal jemandem davon zu erzählen. Ja. Und zwar, ich arbeite im Rettungsdienst. Ja. Und habe seit ein paar Wochen immer das Bedürfnis, sobald die Kollegen im Bett sind, mich nackt auszuziehen. Ich habe das nicht verstanden. Sobald die Kollegen wo sind? Im Bett sind. Im Bett? Schlafen. Im Bett sind? Ja. Das heißt, ihr schlaft irgendwie in so einem Gemeinschafts... Nein, jeder hat sein eigenes Zimmer. So. Ja. Und das heißt, und wenn dann ein Unfall passiert, dann müsst ihr euch ganz schnell anziehen und müsst raus. Genau. Ist das Rettungsdienst beim Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr oder bei einer Klinik oder wie? Nee, bei der Johanniter. Ach so, ah ja. Ja, und das ist immer, dann habe ich einfach das Bedürfnis, mich auszuziehen, sobald alle weg sind. Ja. Und auf der Wache herumzulaufen. Wie, nackt auf der Wache rumlaufen? Ja, das ist einfach so ein Nervenkitzel. Ob mich jemand sieht oder nicht. Ja. Einfach so der Nervenkitzel, dass mich niemand sieht. Also in der Regel schlafen dann alle Menschen. Wie viel leben denn da schlafen denn da in der Wache? Wie viel sind da? Also nachts sind wir immer zu acht. Zu acht, das heißt acht Zimmer mindestens, ja. Acht Schlafräume und dann noch mindestens ein... Und meistens auch sieben Männer. Ja, gibt es denn nicht einen, der dann, da muss doch einer sein, der am Telefon sitzt oder Wache hält? Nein, das soll das getrennt geht. Die Leitstelle ist nicht gegliedert mit uns. Achso, das heißt, wenn ihr gebraucht werdet, dann klingelt es ganz laut und ihr werdet alle wach? Ja, dann geht ein Melder runter. Also jede einzelne Person hat einen Melder am Gürtel. Ein Melder am Gürtel? Achso. Und der wird dann aktiviert und dann werden alle auf einen Schlag wach? Nein, nur die, wo gehen müssen. Achso. Also es kann immer nur entweder einer sein oder zwei. Ach, verstehe. Das müssen nicht immer alle Leute gehen. Natürlich, müssen ja nicht gleich alle in Einsatz. So, jetzt nehmen wir an, es ist eine ruhige Nacht, es passiert nichts. Alle liegen im Schlaf, die Räume sind abgedunkelt, die Flure auch. Nein, und dann, da ist hell. Bitte? In den Fluren ist immer hell, da ist immer das Licht an. Okay, genau, in Fluren ist vielleicht, ich hatte es mir auch gedacht, ist so eine etwas Beleuchtung. Dann zieht unsere Katharina sich ganz nackt aus. Ja. Ganz nackt, ohne Socken auch. Ohne Socken. Und das gehört einfach dazu, es muss komplett sein. Und huscht dann so ganz nackend durch die Räume. Ja, genau. Durch den Flur, durch die Leitzentren. Aufenthaltsräume, Flur, Fahrzeughalle. Und was, außer dass du da so rumläufst, was machst du da? Nichts, nur rumlaufen. Einfach der Maufenkitzel, ob jemand kommt oder nicht. Wie lange machst du das schon? Seit 3 Wochen. Ach so, so ganz frisch ist das. Ja, ich habe es bis jetzt immer unter Kontrolle gehabt und konnte mich also zusammenhalten, aber seit 3 Wochen einfach nicht mehr. Da ist der Drang so groß. Ja. Wie lange läufst du denn dann so in so einer Nacht, wenn alle schlafen, da rum, nackt? So 1 bis 2 Stunden. So lange? Ja. So lange? Ist das denn dann doch nicht irgendwie langweilig oder auch kalt? Nein, ich brauche das einfach. Also auf der Wache ist sehr beheizt und also, ich bin da so aufgewühlt, ich kann da gar nicht ins Bett gehen. Ist das ein sexuelles Interesse? Das heißt, wenn du dann... Ja, ein Stück weit Erregung, ob man jemanden trifft oder nicht. Wenn du dann nach diesen 1-2 Stunden dann auf dein Zimmer gehst, bist du dann so sexuell erregt, dass du dich selbst befriedigst? Manchmal. Manchmal schon. Also gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang? Kann man sagen, ne? Ja. Nur klingt das so ein bisschen lustig. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass du da auch in große Schwierigkeiten geraten könntest, unter Umständen. Ja, könnte schon sein, weil neulich hat mich ein Kollege erwischt. Ach, das hat sich sogar schon einer erwischt? Ja, ich dachte, das wäre gut drei gegangen. Tagen. Der hat dich gesehen? Ja, der hat es alarmiert und ich habe es nicht mitbekommen, weil meistens verstecke ich mich dann immer irgendwie so, dass ich die sehen kann, aber sie nicht mich. Ja,
Und der hat dich dann aber gesehen, dieser Kollege? Ja. Und dann, was ist dann passiert? Er war relativ sprachlos und musste dann auch schon gehen. Und was, warst du auch sprachlos oder hast du irgendwas Erklärendes gesagt? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich war so erschrocken, dass er da stand. Da waren zwei Leute völlig erschrocken und konnten nichts sagen? Genau. Und nach dem Einsatz, als er mit der Ruhe oder am nächsten Tag, hat er da irgendwas zu dir gesagt? Ich habe ihn bis jetzt nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht ist ihm das auch peinlich und er überschweigt das. Das könnte gut sein. Nun könnte natürlich die Gefahr bestehen, wenn das ein paar Mal passiert und dein Chef das mitbekommt, dann hast du Schwierigkeiten. Ja, wahrscheinlich würde ich dann meinen Job verlieren. Und das ist dein Hauptjob, das ist nicht ein Nebenjob, ne? Oder eine Ehrenamt. Das ist mein Hauptjob. Das ist dein Hauptjob. Da, ja. Das heißt, du hast auch so eine Ausbildung gemacht. Ja. Das ist natürlich extrem riskant, Katharina, damit zu spielen. Ja, ich versuche mich ja auch immer zum Halten, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Das ist so ein innerer Drang immer wieder. Nun läuft das Ganze ja noch nicht lange. Insofern kann man ja sagen, da muss man jetzt mehrfach Versuche unternehmen, dagegen zu wirken. Ja. Wie lebst du denn? Hast du einen Freund? Nein. Nee. Wie lange bist du ja schon solo? 2 Monate. Ja. Und vorher länger zusammen mit einem Mann? Ja. Ja. Und war das eine glückliche und gute Beziehung vorher? Ja, doch. Hm. Kann es sein, dass es da irgendwie mit zusammenhängt, mit der Trennung? Dass du da irgendwie noch unglücklich bist? Wer hat sich Nein, denn, nee. Das Bedürfnis habe ich schon immer gehabt, auch schon zu dieser Zeit, wo ich mit meinem Freund zusammen war. Ach so, und hast es da nur unterdrückt? Genau. Hm. Ja, also Katharina, wie gesagt, das klingt am Anfang klang das so ein bisschen lustig, wie du es erzählt hast, aber ich finde es schon insofern ernst. Ich meine, du richtest keinen Schaden an, aber je nachdem, wie dein Vorgesetzter eventuell reagiert, könnte es üble Folgen für dich haben. Und das ist die Sache dann auch wieder nicht wert. Das ist halt schwer, sich zum Halten. Mhm. Ich habe es ja auch schon auf alle Möglichkeiten probiert. Du würdest das schon gerne zurückfahren wieder? Ja. Mhm. So, dann möchte ich nämlich, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Ja. Ja, es gibt nämlich gerade auch, was den Bereich Exhibitionismus anbelangt, das ist natürlich auch ein Gebiet, wo Psychologen sich intensiv mit beschäftigt haben. Es gibt sogar eine Selbsthilfegruppe in Deutschland von Exhibitionisten. Vielleicht können wir dir ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja. Ja, dann machen wir es so, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zum Thema Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Wer von euch ist so drauf? Wer von euch präsentiert sich gerne? Wer von euch setzt sich gerne in Szenen? Das hat natürlich in den meisten Fällen etwas mit Sexualität zu tun, wenn man Exhibitionismus sagt, aber nicht unbedingt. Es gibt ja auch Leute, die sehr exhibitionistisch exaltiert drauf sind, wo das mit Sexualität nichts zu tun hat, sondern weil die einfach scharf drauf sind, dass andere Leute sie angucken, dass sie beklatscht werden, dass sie auffallen und einfach hängen bleiben, in Erinnerung bleiben bei anderen Leuten. 0800 220 50 50. Weiter geht es mit dem Stefan. Stefan ist 29. Guten Morgen, Stefan. Hallo? Ja, hallo Stefan, guten Morgen. Ja, wunderbar. Ich grüße dich. Ja, moin moin, hier aus Hamburg. Aus Hamburg, wie schön. Genau. Tja, also ich habe ein Faible, ich ziehe ganz gerne Jeanshosen an, wo der Hintern freigeschnitten ist. Ach. Ja, ja. Und das kenne ich so aus der schwulen Szene. Bist du schwul? Nein. 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 Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe schon immer diesen Drang gehabt, irgendwie mich mal zu zeigen. So. Und meine damalige Freundin, das ist jetzt schon, so gut, wann war das, wo der Euro rauskam, 2002, die hatte halt so ein von Orion oder Beate Use halt so einen Katalog und da hat man halt auch so eine Hosen bekommen. Genau, da gibt es die aber mehr so aus Lack und Leder, ne? Ja, genau. Und sie sagte zu mir, was hältst du denn davon und so? Naja, dann war ich mal auf der Roten Meile, wollte ich gerade sagen, auf dem Kiez, hab mal geguckt und da kostet so eine Hose mal eben schlapp 200 Mark. Sag bloß. Oder 100 Euro und dann habe ich mir gedacht, das kannst du mit der Jeans ja auch. Kannst du selbst ausschneiden. Genau.
Naja, dann habe ich Schnipp-Schnapp eben kurz mal gemacht und ja. Wobei, das muss man ja auch ordentlich machen. Das muss ja ganz rund sein und schön zu umnäht, ne? Ja, ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich fand das irgendwann auch noch ein bisschen reizvoller, auch die Hose noch einen Tick weiter nach unten aufzuschneiden, bis zu den Knien, Kniekehlen, sag ich mal. Hinten? Ja, ja. Ach so. Vorne ist alles... Alles dicht. Bart, ganz normal, nur hinten halt. So, nun brennen wir natürlich alle darauf, zu erfahren, wo du mit dieser hinten offenen Hose rumläufst. Ja, also bei Karstadt mit Sicherheit nicht. Nein. Auch nicht hier in der Nachbarschaft, sondern halt... Am Hafen gehst du damit auch nicht spazieren. Wie bitte? Am Hafen gehst du damit auch nicht spazieren. Nee. Also wenn, meistens, wie gesagt, ich komme hier aus dem Hamburger Raum, ja, und ich habe halt ein Auto, sprich mobil, so, und so Lüneburger Heide, angrenzende Waldgebiete, sag ich mal. Ach du, na das ist ja komisch. Du gehst dann mit deiner offenen, hinten offenen Hose im Wald spazieren. Richtig, also ich mache das so, ich sag mal so, irgendwann wird die Frage kommen, aus welchem Hintergrund ich das mache. Natürlich kommt die auch, klar. Ich sag mal so, es hat schon irgendwo einen sexuellen Hintergrund. Ach was. Erregt mich und so weiter. Nun ist das Ganze ja schon sehr grenzwertig. Ja, genau. Du kannst ja, da ist es dann auch nicht mehr lustig, wenn du im Wald spazieren gehst und dir Kinder begegnen. Genau. Das ist halt auch ein Thema, ich bin ja nicht ganz doof, sag ich mal. Ich ziehe mir dann halt über diese Hose eine Shorts rüber. Ja. Praktisch, dass ich halt wie so eine Dreiviertelhose, ja, muss man sich vorstellen. Ja. Und wenn ich jetzt, man sieht ja von Weitem oder wie auch immer, ich drehe mich auch mal um, kommt jetzt vielleicht jemand, kommt keiner. Hm. Wenn ich sehe, zum Glück ist es noch nie der Fall gewesen, da würde jetzt eine Family kommen mit Kind, was weiß ich, oder ältere Leute oder was weiß der Geier, dann würde ich natürlich sicherlich ganz normal weitergehen und diese andere Hose drüber lassen. Wann würdest du diese Hose denn ausziehen? Ausziehen tue ich sie zum Beispiel, meistens parke ich irgendwo auf dem Parkplatz, wo jetzt normalerweise viele Leute sind. Wenn dann halt kein Auto da ist, dann ist es der Kick irgendwie, sag ich mal, diese Hose anzuhaben. Mhm. Dann habe ich einen Rucksack dabei und steck da halt die normale, diese Hose, die ich sonst drüber habe, rein. Mhm. Und ist es denn schon mal passiert, dass dir jemand begegnet ist? Einmal, ja. Frauen oder Männer? Einmal eine Frau, einmal ein Mann mit dem Hund. Oh, und wie haben die reagiert? Ja, das ist das erste Mal ist das gewesen, da hatte ich noch nicht diese Hose. Mhm. Da bin ich morgens, ja, ich bin die ganze Nacht mit dem Kumpel unterwegs gewesen und war die ganze Nacht über irgendwie, habe ich Erregungen gespürt, wie auch immer. Und habe mir vorgestellt, im Kopf lief schon ein Film ab, wie wäre das, wenn du einfach nur mal in so einem Stringtanger halt irgendwo joggen gehst, aber halt auch wieder irgendwo, wo du nicht gleich, sag ich mal, weggehaftet werden kannst. Mhm. Weil ich nun auch nicht wusste, was passiert und so weiter und ist das erlaubt, naja. Aber das erste Mal hat man dich gesehen im Tanga. Richtig. Ja. Das war ein Mann. Nee, eine Frau. Eine Frau. Ja, da, also du hattest nichts an, nur den Tanga und warst am Laufen. Ein T-Shirt noch und Turnschuhe, ja. Ja, ist ja noch. Ja, ich bin mit dem Auto einfach losgetigert. Ich war tierisch müde auch, weil ich, wie gesagt, die ganze Nacht wach war. Wie hat die denn reagiert? Gar nicht, oder? Ja, das Problem war, ich habe erstmal gar nicht geguckt, was da von hinten kommt. Ich habe einfach nur gehört, da nähert sich ein Auto. Das war wie eine Landstraße, aber wie gesagt, morgens, kurz bevor, es wurde gerade hell. Achso, du bist auf der Straße gelaufen und da kam ein Auto von hinten und... Oh ja, und ich habe nun gedacht, ist es nun Polizei? Hoffentlich nicht, wie auch immer. Es war so ein Gefühl, irgendwie war es eine Erregung, aber irgendwie war es auch, naja, ein bisschen Angst mit dem Spiel. Ist klar. Also, es muss dann ja schon jemand von hinten dich sehen, weil wenn dir von vorne jemand begegnet, dann merkt man das ja nicht großartig. Nicht unbedingt. Da würde man vielleicht denken, er läuft eine Badehose. Und wenn er dann im Rückspiegel guckt... Okay, der Mann mit dem Hund, da hattest du deine Jeans an, wo hinten alles aufgeschnitten war? Richtig, ja. Und kam der auch von hinten oder kam der von vorne? Nein, das ist auch ein Waldstückchen gewesen. Ja. Sag mal so, da fährt man im Winter gerne rodeln und wie auch immer. Da geht es aus so einem steilen Berg runter. Mhm. Und da bin ich halt längs getigert, wie auch immer. Und blöderweise, ich hatte diese Hose, die Dreiviertelhose drüber gezogen. Bin erstmal ungefähr, 200-300 Meter in den Wald rein und hab dann halt mal um mich geguckt. Es war weder von vorne noch von hinten noch überhaupt irgendwas zu sehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich denn diese Hose runterzog, sprich diese Dreiviertelhose, und die in den Rucksack tat,
da habe ich dann hinter mir gesehen, dass da gerade ein Mann um die Ecke kommt mit so einem großen Bobtail. Ja. Und da habe ich auch gedacht, du Scheiße, was machst du jetzt bloß? Hat er das ignoriert? Ja. Der hat es 100% gesehen. Ja, ja gut, was will man auch groß machen? Also wenn ich dich da sehen würde, ich auch denken, ich würde vielleicht schmunzeln und würde weitergehen. Ja, aber es ist... Das ist grenzwertig. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt rein rechtlich ist. Ja, das habe ich mich auch schon, schon tausendmal. Es könnte natürlich sein, dass du da eine fette Anzeige irgendwann mal an den Hals kriegst, wenn du damit. Ja, ich habe das mal ganz salopp gemacht. Ich habe einfach, um das selber mal zu testen, habe ich mit dem Handy, und zwar hier in der Öffentlichkeit, habe ich die Polizei angerufen und habe halt gesagt, hören Sie mal zu, ich wollte das mal melden. Hier läuft gerade einer im Stringtanger durch die Gegend. Mhm. Der joggt hier vor sich rum. Ja, wo ist denn das? Und so, ich sage, ja, hier, da und da. Mhm. Und da hat er gesagt, naja, solange er da nicht an sich rumfummelt und so weiter, also, kann man doch nichts machen. Ein bisschen verwirrt wird er wohl sein, aber lass ihn mal joggen. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Ermessensfrage auch. Das kommt immer drauf an. Eine verteilt einen Strafzettel, weil du nicht angeschnallt bist, und der andere eben nicht. Mhm. So, jetzt aber trotzdem nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen. Das ist ja schon sehr speziell, sich die Mühe zu machen, eine Jeans auszuschneiden und dann rauszufahren in die Lüneburger Heide und da rumzulatschen. Warum? Ja, das ist eben irgendwie eine gute Frage. Es turnt mich irgendwie an. Warum es so ist, das kann ich, weil ich weiß es selber nicht. Ich habe auch schon mit einer Psychologin telefoniert. Mhm. Im Internet gibt es ja auch so ein Exhibitionistenforum und so weiter. Mhm. Und die hat auch den gebohrt und was, mit der habe ich schon stundenlang telefoniert über dieses Thema. Mhm. Aber sie kann jetzt auch nicht genau sagen, warum, wieso und weshalb. Das war ja auch mit einmal da. Ja, und du kannst es über dich und von dir eben auch nicht wirklich erklären. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich als Kind oder als, sag ich mal, in der frühen Jugend, vor der ersten sexuellen Erfahrung, sag ich mal, habe ich trotzdem schon gerne manchmal nackt geschlafen. Warum? Naja, gut, das machen ja viele. Ja, gut, aber naja. Ja. Hast du eine Freundin? Ich kann immer selber eine Verbindung zu finden. Ja, klar. Hast du eine Freundin? Ja, habe ich. Weiß die das? Die weiß es. Die weiß das. Auch in Anführungsstrichen, ich sag mal so, wir sind noch nicht lange zusammen, ein halbes Jahr. Aber die ist, sag ich mal, glücklicherweise auch so verrückt geschnitzt wie ich. Achso, deshalb gibt's keine Probleme. Nö. Also sie macht gerne alles mit, also nicht alles, aber halt vieles. Und ich habe ihr das irgendwann mal gebeichtet. Und da sagt sie, und warum denn nicht? Und irgendwann kam sie mich hier besuchen, die wohnt halt weiter weg, in Thüringen. Und naja, auf jeden Fall stand sie dann mal hier und sagt sie, ja, guck mal kurz weg. Und dann hatte sie auch so eine Hose an. Ach so. Ja. Stefan, also pass bloß auf, dass du kein öffentliches Ärgernis erregst, dass du nicht in Kontakt mit Kindern kommst. Halt es im Rahmen, dass da nicht irgendwelche üblen Entwicklungen daraus folgen. Nee. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Stefan, tschüss. Alles klar, tschüss. Marcel, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Marcel. Hallo. Hallo. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst zum Thema. Ich habe gedacht, ich rufe jetzt mal an und erzähle das mal, weil das schon ziemlich lange so geht. Was geht denn schon lange so? Und zwar habe ich eine Beziehung quasi, die sich nur ums... ja, wie soll man sagen, Ausziehen dreht. Mhm. Das heißt, meine Nachbarin und ich, wir haben diese Beziehung und das ist schon eine ganz schöne Zeit. Das hat alles vor 3 Jahren angefangen. Vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren. Wohnst du alleine? Nein, ich wohne bei meinen Eltern. Du wohnst bei deinen Eltern, achso. Und die Nachbarin wohnt aber alleine, oder hat die noch einen Mann? Nein, sie wohnt auch bei ihren Eltern. Achso, wie alt ist denn die Nachbarin? Genauso alt wie ich. Achso. Das heißt also, wir hatten quasi nie was miteinander zu tun. Sie ist immer auf eine andere Schule gegangen wie ich, das heißt auf ein Gymnasium. Ich bin nur zur Hauptschule gegangen, das heißt schon mal, es wurde sich schon mal ganz klar, das ist ein bisschen getrennt voneinander gewesen. Ja. Und das hat mit 16 hat das angefangen. Und da bin ich dann ins Zimmer rein, habe mich ausgezogen, hatte das Licht an. Mhm. Und sie kann genau in mein Zimmer reingucken, gar kein Problem für sie. Mhm. Du folglich in ihres auch? Ich natürlich auch in ihres. Ja. Sie besser in meins. Wobei, wenn ich zu weit hinten stehe und da ist mein Bett nun mal, dann sieht sie es nicht. Also da hat sie Probleme reinzukommen. Also du hast dich dann ausgezogen? Ich habe mich ausgezogen und habe dann dummerweise gucke ich rüber und bemerke sie. Und sie guckt natürlich ganz dumm und unauffällig, guckt dann weg so, dü, ich habe nichts gemacht, geht an ein Regal und das hast du sofort gesehen. Und du hattest dich ganz nackend ausgezogen? Ich war nackt, komplett nackt. Ich habe da auch nie Probleme mit gehabt. Aber bei mir im Elternhaus war das immer so, also man brauchte sich nicht verstecken. Ja, ja.
Und natürlich war mir das dann erstmal unangenehm, aber dann ging es weiter, dann ist es mir, da habe ich mich auch weiter ausgezogen, habe ich erst mal drüber nachgedacht, ob ich die Jalousien ausmache, aber ich habe auch ein bisschen Gefallen dran gefunden, ganz ehrlich. Hat sie es denn dann irgendwann auch gemacht? Das ging nach knapp 4 Monaten ging das dann los, dass sie dann auch damit und das ist ja schräg. Auf sich komplett auszog, am Anfang nicht alles, am Anfang nur Oberteil und dann irgendwann kam der BH und irgendwann sind alle Hemmungen gefallen. Dazu das Problem kommt, unsere Eltern sind ziemlich gut miteinander befreundet und wir haben aber nie Kontakt miteinander wirklich gehabt. Und das Ganze geht jetzt seit 3 Jahren? Seit 3 Jahren. Und ihr habt nie drüber gesprochen? Nach 1,5 Jahren haben wir einmal drüber gesprochen und haben unsere Telefonnummern ausgetauscht, haben uns so ein bisschen SMS geschickt, das kennt man ja, ne, in der Jugend und so, wie das gemacht wird. Aber dann ist der Reiz verloren gegangen und irgendwie hatte ich keine Lust mehr, weil auf einmal habe ich sie kennengelernt und ich mochte sie auch gerne, so vom Typen her, aber es war halt irgendwie eine andere Welt, hatte ich das Gefühl. Es war nicht mehr das, was es vorher war. Und das Gefühl hatte sie zum Glück auch. Sie hat es sofort beendet und hat sich nicht mehr gemeldet und ich mich auch nicht mehr. Und seitdem läuft das so, wenn einer schon zu Hause ist, so zwischen 10:30 und 11 geht das immer los. Ach, dann geht es jetzt doch wieder weiter. Ja, ja. Ich dachte, ihr hättet den Gefallen auch daran verloren, das weiterzumachen mit dem Ausziehen. Sie hat es zum Glück früh genug beendet. Das ist dann erstmal waren 1 Monat oder 2 Monate waren Pause. Aber danach haben wir wieder Gefallen drin gefunden. Ah. Ich muss auch sagen, sie hat jetzt seit ein paar Monaten hat sie jetzt auch einen Freund. Mhm. Macht sie es denn dennoch, obwohl sie einen Freund hat? Ja, sie macht es dennoch. Und es ist auch dieses Jahr das erste Mal gewesen, dass sie auch masturbiert hat dabei. Oh, das ist natürlich dann schon eine Nummer schärfer, ne? Naja, das ist aber das ist aber schon sehr scharf. Hast du es auch schon mal gemacht? Ich habe das auch schon gemacht, ja. Aber sie hatte Probleme, mich dabei zu sehen. Ich hätte mich dann auf Zehenspitzen stellen müssen. Ach so. Weil ich mich an eine Wand gestellt habe. Das ist aber eine sehr, sehr bizarre Beziehung, in Anführungszeichen. Das ist, ich bin selber, was soll man seinen Freunden sagen, wenn man montags, dienstags, mittwochs und donnerstags immer um 5:45 abbaut. Das ist fast immer die Zeit, die dann ganz spannend von dir angepeilt wird. Jetzt ist es wieder soweit. Kann denn da kein anderer euch auch noch beobachten von Nachbarn? Es ist einmal meiner Mutter aufgefallen, sie ist ins Zimmer reingekommen, weil sie fragte, was ich noch mache, warum bei mir noch Licht brennen würde, weil ich nachts halt eigentlich immer früh raus muss. Und das ist mir aber egal, ich schlafe dann halt tagsüber lieber ein Stündchen länger. Und aber so richtig erwischt hat sie dich nicht dabei und nein, sie weiß nicht, was da los erwischt. Ist. Sie hat mich nackt gesehen, ja, aber ich meine, das hat sie mich ja schon öfter, ja. Also da war nicht das Problem. Ja. Und inzwischen ist es wirklich so, dass es ziemlich heftig ist, aber ihr Freund, der kommt zum Glück noch am Wochenende, der wohnt in Bremen. Wie viel Meter liegen dazwischen, zwischen den beiden Zimmern, zwischen den Fenstern? Ich würde mal sagen so 10. 10 Meter. Marcel, ich stehe kurz vor Ende der Sendung. Wir müssen ja alles schlüsseln, aber das war eine interessante und nette Geschichte. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio.